Ja, hey, willkommen, mein Name ist Andy Rolpi und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix. In der letzten Folge haben wir Radiant Garden abgeschlossen und jetzt sind wir wieder vor der Auswahl von drei Welten, die wir betreten können. Wir gehen natürlich als erstes nach Disney Stadt. Vorher habe ich aber wieder ein bisschen trainiert und einige Kommandos hier aufs Maximum gebracht, die wir jetzt hoffentlich zu irgendwas... Ich kann immer noch nicht viel erstellen. Was? Verbinden können. So, gucken wir mal, wieso kann ich nur so wenig herstellen? So, Vita und Wunschklinge, warum nicht? Zyklus 2, keine Ahnung. Glückspilz, hey, das ist so nicht schlecht so früh. Gut, weiter. Wir tun das und das verbinden und bekommen, weiß nicht. Zeitkristall. Nee, Attacken das vielleicht. Magiast, ja, okay, geht auch. Frost haben wir ja gestellt. Feuer und Feuer für die Dingens. Leuchtkristalle hier. Pyromanie. Habe ich schon viele davon? Ich weiß es nicht. So, Eis und Eis und Leuchtkristall. Das gibt es hier mehr Eisangriffskraft. Ne? Eis halt, yes. Wir haben so drei Level, glaube ich, mehr als vorher. So, ich muss mal nachgucken, ob ich jetzt. Nicht, dass ich irgendwas Doppeltes hier ausrüste. Vigra, Vita, nehmen wir das. Ja, Heilkunde, genau, das haben wir in der Zeit. Frost, das kostet zwei Dinger. Aber egal. Nur Magie. Ja, was haben wir für Fertigkeiten schon? Glückspilz, wer hat nochmal das? Komm her, da, Glücksklinge, ja. Ein Angriff. Hab ich immer noch nicht nachgeguckt, wo Ding es ist. Ja, da kann man noch ein paar erstellen. Magias habe ich gesehen, haben wir schon voll ausgezeichnet. Ja, du weißt mal, einfachen Sachen, die ich weiß, erstellen. Eiszeit ausgezeichnet. Ja, noch mal Eiszeit, dann haben wir schon mal Dingens hier voll. Eiszeit, so, sagen wir dreimal Eiszeit, das ist auch nicht schlecht, ne? Reicht das mal? Gut, ab nach Disney Stadt. Wuff. Wenn euch das Part gefällt, könnt ihr ja mal ein Like oder ein Abo oder einen Kommentar hinterlassen. Das wäre sehr nett von euch und würde den Kanal auch sehr weiterhelfen. Ich danke euch vielmals dafür. Und nein, ich schaue nicht auf euren Kanal vorbei, auch wenn ihr so nett seid, eins davon hinterlassen. Tada! Ich muss das jetzt mal ansprechen, ne? Und da haben wir Carlo. Ja. Sie geht einfach weg. Captain Justice. Who were you? Walk away when the bona fide hero is offering his help. I'm sorry, but I really don't need any kind of hero. Bonafide or... Somebody, come quick! Oh, er war ein Held. What's that? Trouble? Captain Justice to the rescue! Well. You? Oh, now that's a shame. Where is it? Maybe this job's perfect for you, Mr. Hero. What? Name your catastrophe! Those annoying monsters have turned up again over in Fruit Ball Plaza. They're all yours now, Captain J. Monsters? Don't tell me. Sehr komisch aus, wenn er spricht. Monsters? Well, too bad. Not on my list. I didn't know bona fide heroes got to pick. But I wouldn't stand a chance of surviving, fitting them into my schedule. Gosh, I thought you said you were Captain Justice. You can't leave those menacing things running loose. They're ruining Fruit Ball. Huh? Hark, do you hear that? Somebody's calling for Captain Justice's help. Do not fear, I am on my way. Sounds like this catastrophe can't wait, but I'll be back here in a jiff.
I'm sure you will, Captain Useless. But I don't think I'll stay here and hold my breath. I'm anything but a hero, but maybe I could help if you want. Would you? Oh, that'd be just Jim Dandy. Someone needs to trounce those fiends at Fruit Ball and keep them away from the plaza. I'll try. Kann ich vorher irgendwo anders hingehen? Once you're ready, and I'll explain to you how Fruit Ball works. Ich dachte, theorisieren Früchteball. Warum muss ich denn das dann spielen? Weil Leute, ihr habt doch echt eure Probleme, ne? Okay, Disney Stadt. Dann erstmal werde ich natürlich alles andere erkunden, bevor wir hier weitermachen. Irgendwann wollte ich, ach ja, ich habe einige Dingens hier, wie heißt das? Abschusskommandos, ja, Abschusskommandos. Schon mal so weit hochgelevelt, dass nur noch eins fehlt. Und zwar braucht man hier Hitzehebe oder was auch immer das hier heißt. Ich nehme an, Hitzehebe 2 ist das, weil jetzt Hitzehebe 1. Hierfür muss ich wahrscheinlich, also ich musste auf jeden Fall 11-mal diesen Flammenstil einsetzen, Feuerbrunst. Also einfach die ganze Zeit mit Feuer angreifen und so, und dann verwandelt man sich schon in den Stil, und ja, da macht man 11-mal und dann, oder 12-mal, und dann hat man schon den neuen Stil. Also gehen wir mal da runter. Ich möchte da was einsammeln, genau wie bei Ventus. Habe ich gleich. Warte mal. Weiter. Ich glaube, das muss ich als erstes einsetzen. Ne? Ja, und Hitzehebe 2 ausgezeichnet. War sehr produktiv mit den Abschusskommandos. So, wir gehen jetzt direkt raus und rüsten. Ich tue das jetzt mal ein bisschen professioneller machen als sonst. Tun Magieimpuls aus, damit wir das hier lernen können. Das ist Dingens. Sieht man schon ein bisschen an den Farben. Donnerschlag. Auch 12-mal. Ich habe keinen Blitzangriff. Und, soll ich da reingehen? Das Risiko, ja. Mal ganz schnell das Ding lernen und dann weiter. So, komm her. Oh, nicht die Viecher. Ja, gut. Ramuson. Ja, diese Dinger hochzuleveln, wo man so ein paar Stile aktivieren muss, ist richtig einfach. Also man hat Gebiet rein und raus gehen, Blitzangriff machen als erstes, dann kommt man direkt in den Stil. Das ist nicht so schwer. Na, ja, nächste ausrüsten. Und dann rüsten wir das aus. Das hier sind so Sachen, die weiß ich nicht genau, was man dafür braucht. Aber die füllen sich nach und nach auf. Also wird schon irgendwas sein, was weiß ich nicht. Sich mit der Zeit ergibt. Oh, ich muss mich heilen langsam mal. Dafür muss ich ein paar Mal Sturmlauf einsetzen. Ja, 7. Nein. Wissen, was passiert, wenn man eine 7 bekommt? Ich glaube, eine Menge Geld oder so bekommt man, ne? Also, wir haben direkt den Abschluss an, ne? Frost! Na! Ah. Kannst du es wagen? Oder kein Diamantenstaub, ne? Ja, meine Dings. Ich vergesse halt immer wieder. Boah, ich kann auch. Ach, jetzt brauche ich sowieso wieder. Ich krieg aber, glaube ich, hier nichts mehr. Habe ich nicht Dingens. Meine Rolle. Der Ratschlag. Kann jetzt nicht mehr Ratschlagen. Weil es gibt auch Dingens. Ah, ich glaube, es gibt noch so eine Art Donnerrolle oder so. Ich mal kaufen sollen, verdammt. Ja, das muss ich noch mal mein Ding zu ändern.
So, und wir warten. So, bei einem Donnerschlag hier wechseln und dann haben wir es. Super. Was man immer macht, wenn man hier hingeht, oder? Bin ich sicher. Okay. So, wieder ändern. So, was hatte ich jetzt noch mal? Eiszeit, glaube ich, ne? Ja. So, jetzt lass mich doch mal hier bitte drin. Ah, ich muss gleich mein Deck schon wieder entladen. Boah, weißt du was? Bitte jetzt mit aufleveln, Leute. Oh, das hier sehr oft. Ich glaube nicht, dass ich das so oft brauche, aber lass mal. So. So, da haben wir eine Karte wahrscheinlich, ne? Was? Ja, von oben ein bisschen größer aus. Okay, lass mich da oben, bitte. So, was? Ersten Ende gehen wir mal hier drauf. So, aber runterfallen, direkt die Truhe einsammeln. Auf. Auf. Oh Gott. Kein so ein Konter, ey. Ich sollte mich heilen, weil ich habe keinen Trotzkopf und all sowas. Ich glaube, ich hätte noch ein bisschen höher trainieren sollen. Du bist. Oh. Du wirst nicht explodieren. Feuerbrunst. Wurf. Nächste Stufe 1. Ausgezeichnet. So. Das war alles auf der Seite, ne? Nicht durch das Offscreen einsammeln. In den meisten Fällen ist da nicht so was Wichtiges drin, was man unbedingt aufnehmen muss. Wichtigste ist, dass wir dieses eine Kommando bekommen, dass ich es hier abgesehen habe. Das ist mir immer ein bisschen zu knapp mit den Sprüngen. Kann nicht immer so knapp sein, ja. Ist ja alles ja schnell erledigt. Doof. Ich glaube, das hängt immer vom ersten Kommando ab. Attacke gestiegen, also ich kann grad die berufen. Und Sturmlauf haben sich was. Alle drei auf einmal. Aufgabe wird ausgezeichnet. Und Feuersbrunst. Ja, Feuerbrunst meine ich. Ja. Noch schon tot. Und zack. Ah, Vita Level 3 ausgezeichnet. Sturmlauf Level 3 ausgezeichnet. Aber die Sachen, die ich aufleveln will, die sind noch nicht. Ich werde sich noch mal extra mein Deck ändern, ja. Und so gleich keine Gegner. So, gut. So, ohne Probleme. So, ich weiß nicht mehr genau, wie man das nochmal. Ich glaube, werden wir das Ding hier mal machen. Schon mal Goldrausch ausrüsten. Weil das levelt sich ja auf, wenn wir Geld einsammeln. Hier kommen wir sehr dazu, Geld einzusammeln. So. Boom. Und boom.
Manöverformel. Ups. Stimmt ja. So, das Ding ist offen. Warte mal, ist immer offen. Ich da in die Mitte hin. Wirklich irgendwelche Leute, die so sich transportieren in Disney Stadt. Das ist voll lebensgefährlich hier. Ich will irgendwo da oben hin, glaube ich. Mal das Pickelface da oben hin. Na, ausgezeichnet, genau, aber ich glaube, ich Auszeit wieder, ne? Hey, Luftstaccato. Ah, okay. Warte, wo kriegen wir ja noch mal Auszeit her? Kriegen wir auch hier irgendwo her? Ach ja, da unten in der Mitte, ne? Ups. Ich glaube, wir müssen alle diese Bumper hier treffen. Bin mir aber nicht sicher. Wieder runter. Da ist es. Wieder runter. So, hier kriegen wir Auszeit her, ne? Aha. Das Goldrausch hier ausgerüstet. Ah, da hoch. Ich fange schon irgendwie an mit Ventus hier einige. Warum kann ich da nicht hoch? Einige Abschlusskommandos und so hier freizuschalten. Für die optionalen Bosse und so was alles. Und ja, Goldrausch braucht verdammt lange. Deswegen tun wir halt am besten die meiste Zeit ausrüsten. So, hier tauchen glaube ich auch noch Gegner auf, ne? Und da hinten wollen wir hin. Hier tauchen keine Gegner auf, okay. Das ist aber keine Truhe, glaube ich. Wie keine Truhe? Was soll das denn? Alter. Der vollkommen sonst hingelaufen, habe ich das Gefühl. Boah. Okay, weg mit den Sturmläufen dann. Aha. Das ist eigentlich nur eine riesige Grinding-Session, habe ich das Gefühl. Ah, Vita muss ich ein paar verballern. Ja, Glücksbinge, Glücksklinge mit Glückspilz, das ist irgendwie ironisch. Oder? So, Vita brauche ich neues. Ist doch Verschwendung, wenn ich hier Vita ausrüste, ich nicht aufhören kann. Füge allerlei Fertigkeiten hinzu. Wie wär's mit... Verdammt! Ich dachte, diese eine Fähigkeit, wo man Immunität hier, wo man nicht anfällig gegen Dingens ist. Unterbrechungen zwischen Vita. Ja, dafür haben wir ein paar Mal Glückspilz. Verdammt, wo kriegt man denn das her? Woanders, ne? Vielleicht ein Ding ist hier im Bergenwald. Das eine Örtchen, wo wir nicht hingekommen sind. Ja, ich glaube, da könnte sein, ne? Konnte man nicht hoch genug springen, um mit Sturmlauf dahin zu kommen. Oh, hi. Komm mal her. Ich die Dinger bitte einsammeln. Die verschwinden. Noch mehr. Nein.
Ja, okay, ist gut. Terra. Terra Aqua. Was? Wie ist mir das denn passiert? Ich wollte irgendeinen süßen Spitznamen, glaube ich, geben. Dann kam Terra raus. Terra ist ja der süßeste von den dreien. Also macht alles wieder Sinn, ne? Und Klingen, Aura. Oh, ich meine, was für ein großes Schwert ich jetzt habe. Wird jetzt Cloud neidisch. Diese Viecher, ne? Kirsche, Kirsche. Gott verdammt. Und Klingen, Aura. Uff. Okay. War da unten noch irgendwas? Hi. Ah, ich vergesse es andauernd. Eine D-Links hier aufzuleveln. Warte, komm her. Guck mal, wie schnell ich jetzt angreife. Die ersten Angriffe habe ich gezählt. Warte. Das sind ja keine Gegner mehr, ne? Ich glaube, da oben sind welche. Hey, ich höre noch welche hier. Oh. Ah. Ich bin sogar nach hoch, alles gezeichnet. Hey, Aqua hat ja lange Beine. Da bin ich sehr gut ausgewichen. Diese eine Rolle. Ja, ich angreife, ne? Das ist krass. Ja. Buff. Wie schnell der Part schon vorbei ist, ne? Eigentlich ist er nicht vorbei, ne? Wir müssen ja neue was machen. Da kommt schon so vor, als wäre die Zeit sehr schnell vorbeigegangen heute. Die Zeit halt vergeht, wenn man Spaß hat, ne? Mal keine Aufleveln. Aber viel gibt's ja auch nicht zu erledigen, also. Es ist nicht so, als ob wir hier uns beeilen mussten oder irgendwie so hat. Uns jetzt schön Zeit gelassen. Wollte ich gar nicht mit Dings gucken. So, verwunschenes Reich, Zwergenwald, so, Disney-Stadt. Warum fehlen mir denn immer noch zwei? Wenn die jetzt nicht im Dings sind, dann weiß ich auch nicht, wo die sind. Ich fehlen auch noch zwei. Da müssen die ja sein. Ja, okay, das ist das erste Gebiet, wo wir angekommen sind. Genau. Popcorn. Ah. Ja, man kriegt ja doch irgendwas, wenn man hier irgendwas kaputt haut. Ich weiß noch nicht mehr, was. Ah, Konfetti. Irgendwie dazu, ich spreche jetzt an und dann denkst du das Spiel so, oh Gott, er hat das Haus gefunden. We must obey him. So. Da. Die Karte, die kriegen wir als letztes. Ein Aqua. Nicht kaputt hauen. So, ist hier irgendwo ein Sticker? Da ist ein Sticker. Da komme ich nie im Leben hin. Okay. Ja, ich weiß nicht, wo der andere ist, aber den haben wir auch übersehen. Na, wo ist er da? Kann ich in dem Gebiet überhaupt hingehen? Nö. Ja, jetzt oder nie? So, es kommt ein neues Minispiel. Das ist, glaube ich, ein guter Moment zu sagen, dass bei jedem Charakter ein anderes Minispiel im Fokus steht. Früchteball ist bei diesem Charakter. Schießen mit Früchteball mehr Tore als ein Gegner. Ja, wir müssen sozusagen Tennis, Volleyball, irgendwas spielen und so einen Ball auf die andere Seite schießen, da wo das Goal ist. Oh, ich wollte eigentlich da hinrollen.
Weiß nicht mehr genau, wie das Spiel funktioniert. Und ja, wir haben schon ein. Ja. Keine Ahnung. Keine Ahnung, wenn ich das Minispiel irgendwie spiele, die Musik höre, das hört an die Kingdom Hearts Dream Drop Distance. Jetzt einzelne von diesen Dingen ist übrigens auch ein Punkt, also reinhauen damit. Oh, sehr gut. Ja, drei kann man die, glaube ich, nach oben schlagen. Ne? Macht man den ja. Was verdammt nochmal auf die Tore. Aber nicht nur hat die Gegner irgendwie versuchen, irgendwie was zu machen. Boah. Oh. Ich glaube nicht, dass die Gegner wirklich versuchen, ja, mein Tor zu treffen. Die stehen einfach nur da. Oh, ich hab da reingedrückt. Ja, weiß ich nicht, irgendwie so eine. Ich will nur so da bauen. Du sollst nicht gegen das Tor verdammt noch mal zielen, ey. Alter, na Tor ist unsterblich, unbesiegbar. Ja, wie oft ich jetzt hier schon drauf geschossen habe, ne? Wie lange es gedauert hat, bis ich mal einen Punkt bekommen habe. Wie viele Dinger hier bei mir sind. Nein. Ja, ich weiß nicht genau, wie das Spiel funktioniert. Es ist nur sehr merkwürdige. Oh. Weil die zielt irgendwie mehr auf die Gegner, als sie aufs Tor zielt. Mit Ventus hätten wir dieses Spiel übrigens auch spielen können. Aber da wir das Spiel hier sehen, finde ich, ist das jetzt nicht so nützlich. Notwendig. Mein Gott. Oh, wir gewinnen aber. Die ganze Zeit der blöde Tor. Aber wer kriegt denn noch zwei Punkte? Sehr gut. Aua. Das ist ein merkwürdiges Spiel. Luftpost halten, ja. Gibt es noch mehr Gegner, die man hier spielen kann, aber weil nicht. Das beste Spiel ist das wir bei Terra sehen, finde ich. Aber es dauert noch ein bisschen. So, 10 Parts vielleicht. Ma, you sure taught those monsters a lesson. You're the real hero in town, if you ask. Die wollten nur spielen, habe ich das Gefühl. He's right, my dear. I couldn't agree more. Thank you so much. Who are you? I'm Minnie. And she's our queen. Oh. Please excuse me, Your Majesty. Where are my manners? My name is Aqua. There's no need to be so formal. Just call me Minnie. You see, I'm not sure I'm doing a very good job protecting my kingdom. Oh, don't say that, Queen Minnie. We all know how hard it's been since the king set off the way he did. Don't you trouble yourself. Why, we wouldn't even think of putting on our yearly dream festival if we thought there was the slightest chance anything might go wrong. Oh, you're very kind, Horace. How about that Pete, though? Captain Justice, my hide. You can't count on him for anything. Wait, you're saying his real name is Pete? Well, it sure sugar isn't justice. Pete never does anything for anybody except Pete. That get-up was just an act to get folks to vote for him. He wants to win the Million Dreams Award and hog the prize. Million Dreams Award? What is that? It's part of our dream festival. We all vote for who we think the most admirable citizen is. But Pete seems to have the wrong idea.
He thinks that dressing up as a hero and proclaiming that he is one will win him votes. What really makes someone a hero isn't what they wear or what they say. It's the things they do and how they treat everyone. Well, in my book, Aqua here is number one. You got my heartfelt vote. Thanks, Horace. I promise I'll try not to let you down. See that you don't. My vote's very important. Oh, dear. He sounds serious. Being popular is tough. Okay. Kommen jetzt die gleiche Szene wie mit Ventus, die eigentlich nur kommen sollte, wenn man das Spiel zum dritten Mal spielt. Anscheinend schon. Diese Szene kommt eigentlich nur, wenn man zum dritten Mal das Spiel durchspielt. In meinem Fall habe ich immer erst bei Terra diese Szene bekommen, wo ich immer als drittes gespielt habe. Wow, Uncle Scrooge sure would be proud of us if we actually won. Yeah, and I bet Uncle Donald would be pretty surprised too. Hello everyone, and thank you for waiting. Now it's time to begin the main event of our Dream Festival. The Million Dreams Award Presentation. Was hat Daisy eigentlich für einen Rang in der ganzen Sache? Just skip to the part where you say my name. This is a shoo-in. Oh, how very exciting. This year, we have multiple winners. The Million Dreams Award goes to Ventus, Aqua, and Terra. All three of you. Hey, das ist die Reihenfolge, in der ich spiele. You mean Ven and Terra were here? What do you mean? No. There's gotta be a mistake. Everybody voted for Captain Justice. I made sure. Now go on, tell her. No. Better try the other one. The Rogue Racer, Captain Dark. Nein, das habe ich immer noch nicht gesehen. Pete, we counted the votes very carefully. Ventus, Aqua and Terra won. Jetzt schon wieder Mini mit dem eiskalten Blick. I think you tried to do something good, but you were doing it for the wrong reasons, and you went about it the wrong way. Still, a couple of citizens must have thought you had goodness in you, because you actually got a few votes. They knew you were looking out for them. Big whoop. I don't need their lousy votes. Just cough up my prize. Pete! They voted for you because they believe in you and care about you. How could you look down on that? I've tried to forgive a lot of things you've done, but this is too much. Now you finally crossed the line. Like that matters to me. Besides, what are you gonna do about it? Huh. I'm gonna let you cool off for a while. Guards! Ich kann diese Szene immer noch nicht ernst nehmen. Warum ist die Truhe leider noch verschlossen? Jetzt achte mal auf den Blick von Millie, während er abgeführt wird. Hey, let me go. Put me down. What? No, you can't. No, no, no. Hey, easy. Oh. Das ist der Blick von allem, was böse ist. Now, shall we continue? Weil der Kopf sich auch noch dabei umdreht. Hi. Oh dear, it looks like our other two winners couldn't make it here to be with us today. I must have just missed them. Perhaps you would accept the award on their behalf. After all, you've been so kind to so many here at the Dream Festival. Ganze eine Person. So, now, I hereby present the Million Dreams Award as a token of how much you mean to us. Congratulations! Weil da würde auch keinen Sinn machen. Chip und Chap sind zwei, Tick Tick und Tack sind drei. Macht doch gar keinen Sinn. And as an extra treat, we've created something special. An ice cream flavor just for you. Royal Berry Ice Cream. Oh,
my, I wish I had my own ice cream flavor. What's it taste like? Go on, try it. Oder besser als Ventus, einfach. Delicious. You couldn't have picked a better flavor. Oh, we're all very glad you're enjoying it. Nur besser als Ventus, der so einen Eiscreme-Becher bekommen hat und einfach so reinbeißt. Am besten ist immer noch Terra. Darauf freue ich mich schon am meisten. Quiet, fool. You do not possess that kind of power. Who's there? Show yourself! That is enough. Stop your sniveling. Ich sende Kämmer auch, 1:1. Okay. If you do exactly as I say, I may decide to release you from this prison. Really? Oh, yeah. Count on me. Just get me out of here, and you can tell me what to do. A very wise choice indeed. Proceed. With your help, soon every world in existence will all be mine. So trafen sich Karo und Malefiz. Das hätte man auch erst beim dritten Spieldurchlauf gesehen. Weil das ja schon abgeschlossener Spielstand mehr oder weniger ist, bekommen wir die Szenen schon früher. Ich glaube, das ist die einzige Szene, die hinzugefügt wurde. Gut, Disney-Stadt. Beim Traumfest waren viele Attraktionen, ja genau, egal. So, in der nächsten Folge gehen wir dann zur Arena des Olymps, welche nicht so lange dauern sollte. Ich werde aber erstmal am Anfang der nächsten Folge zu Dingens gehen, zum Zwergenwald. Versuchen, ob ich diese eine Truhe erreiche. Ich glaube, da befindet sich nämlich was Gutes drin. Aber für diesen Part sage ich erst einmal Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn euch der Part gefallen hat, könnt ihr ein Like, ein Abo oder einen Kommentar hinterlassen. Oh Gott, da ist ein schwarzes Loch. Aha! Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Let's Play Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sag Tschüss, bis zur nächsten Folge.